Wir sind heute am Kloster Marienrode und wollen noch ein paar Aufnahmen in der untergehenden Sonne machen. Haben uns gedacht, vielleicht könnte man hier einen Sonnenuntergang fotografieren. Aber so wie es aussieht, ist der Sonnenuntergang auf der rechten Seite. Das hatte ich nicht bedacht. Das heißt also, wir kriegen den Teich nicht mit Sonnenuntergang. Aber das Licht ist heute Abend so schön und da haben wir uns gedacht, wir gehen einfach nochmal los und versuchen ein paar Bilder einzufangen. Wenn ihr dazu Lust habt, dann kommt mit uns mit. Wie wir hier sehen, hat man hier eigentlich einen schönen Blick über den See. Und wenn wir hier uns mit der Kamera aufbauen, ich denke, hier können wir ein paar schöne Bilder machen. Ja, die blende ich euch dann natürlich gleich ein. So, ich habe schon den ersten Probeschuss gemacht. Entschuldigt, dass das hier gerade so rauscht, aber hier ist irgend so ein Wehr. Keine Ahnung, hier läuft Wasser. Aber es ist halt leider genau an unserem Fotospot. Also wir haben jetzt gerade eingestellt eine 20. Sekunde mit einer Blende F16 und ISO 100. Ja, und dem Vordergrund, der ist ein bisschen dunkel, aber das lässt sich ja mit Photoshop nachher im Nachhinein nochmal prima aufhellen. Also die Stimmung hier am See ist gerade sehr schön. Also ich habe jetzt mit mehreren Belichtungseinstellungen experimentiert, mit mehreren Zeiten, mit mehreren Blenden und ja, da sind unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. Die Sonne geht so langsam unter jetzt. Ich glaube, wir machen noch mal 2, 3 Fotos, Marisa, wenn das Licht runtergeht und dann könnte das noch sehr schön werden. Mal schauen, was wir schaffen. Ich denke, wir haben jetzt genug Bilder gemacht, wir haben die Location hier ein paar Mal gewechselt, sind also an verschiedenen Stellen an den See gegangen und ich habe schöne Blickwinkel jetzt gefunden und da sind bestimmt ein paar gute Fotos rausgekommen. Okay, das soll es dann für diesen kurzen Fotowalk für heute hier am Kloster Marienrode bei Hildesheim gewesen sein. Macht's gut!